von vorne. Da war er noch nicht fertig. Not much of one by some people's standards, but it was good enough for me. Lily and I, we'd smuggle a bit of booze to keep our purses full. Ne? We were good at it too. Made us a fine partnership. Her quick mind and my steady nerves, right up until the day she left. Hat das gerade ein Disconnect? Ja, habe ich mitgekriegt. Ich bin geflogen. By the time the Blackguards unwrapped their presents, aus dem Spiel, ins Menü. That's how I zum Kotzen. Here. Scheiß Disconnect. Yes, soll verboten werden. Sollte jedes Mal jemand Kilo geholt werden. Telekom. Jedes Mal jemand Key geholt werden. Wenn da so Disconnect passiert. Hätten sie bald keine Mitarbeiter mehr. Der Gischkönig. Du weißt ja, wie ich mich freue, wenn ich dann immer so ein Video habe. Stream Teil 1, 8 Stunden 50. Stream Teil 2, 30 Minuten. Sowas finde ich dann immer sehr schön. Hinterher. Sehr übersichtlich. Finde ich immer ganz toll. Ja, schon. Ich bin nur ein kurzer, ist also nicht ganz geflogen. Also bei mir steht hier auf jeden Fall geflogen. Weil da stand eben bei ausgelassene Frames ging die Zahl schnell hoch und dann auch in die Hunderte. Und jetzt steht da wieder ausgelassene Frames 0. Zwar steht da weiterhin live 8 Stunden 11 Minuten. Ich wette aber, hinterher macht er zwei Videos drauf. Weil wenn er mir sagt, keine ausgelassenen Frames, dann hat er den Stream neu gestartet durch den Disconnect. Von daher wird er auch geflogen sein. Those shambling nobles out there on the strand. Tja, so ist das, ne Ari? Da muss ich jetzt leider nochmal 5 Stunden streamen und mir wieder einkippen. Mensch, komme ich wahrscheinlich nie wieder zum Ende. Das ist ja schade. Can't say they've actually noticed though. They're still the same flesh-eating bastards they've always been. Just a bit more obvious about it now. Farewell. Einmal gequatscht. Das Einzige, was ich jetzt mal kurz probieren möchte, also ich mache natürlich keine Quest oder Story, auch wenn es ja eigentlich egal ist, weil es Mario ja auch egal ist, ne, mit der Story. Ich da auch nicht mit befasst. Wäre es ja technisch gesehen sogar egal. Aber ich will nur wissen, wie stark die Viecher hier sind. Geht. Weiterhin recht gut. Was natürlich auch daran liegt, ja, ne, das ist weiterhin recht entspannt. Was natürlich, wie gesagt, auch daran liegt, dass ich ja am laufenden Band auch daran arbeite, dass ich stärker werde, ne? Was ja auch irgendwo Sinn macht in diesem Spiel. Nett. Wir haben langsam Fähigkeiten hier. Und die Elementarwiderstände sind jetzt natürlich um ein Drittel runtergesetzt. Das heißt, sie machen viel mehr Schaden. Geht mal weg, ich will wieder zurück in die Stadt. Die Viecher. Ja, weil kein längerer das alles hast neu starten müssen. Ne, das nicht. Aber sowas ärgert mich. Ne? Es geht mir wieder ums Prinzip, dass in bald jedem Stream immer irgendwas sein muss. Bei so einem Disconnect, wie gesagt, hast du zwei Videos hinterher, das macht halt auch keinen Sinn, das ist nervig. Das ist einfach nur nervig. Wenn du hinterher zwei Videos hast und musst zweimal was im Kanal stehen, wo im Endeffekt dasselbe Thumbnail genutzt wird und dann musst du das hinterher zusammenrechnen und all so ein Kram. Dazu noch eben liegt irgendwie aber auch am Zeitgeist. Ich glaube, die Leute lassen sich so vielen Dingen kaum noch oder nur ungerne Zeit in anderen Bereichen. Ist das mit dem Grund für viel Unverständnis und Groll auch, beobachte ich immer wieder. Ist auch genau die Uhrzeit wieder. Ja, das ist halt immer, keine Ahnung, sitzt ein kleiner Telekom-Mensch in meiner Leitung drin und er macht da mal zup. Einfach mal so. Der hat keine andere Lebensbeschäftigung als genau das. Löwenaugeswacht Nummer 2. Hier siehst du, minus 30%. Ja, ja, hier jetzt alles minus 30%, ne? Alles runtergesetzt hier. Um 30%. Jetzt habe ich gar nicht mehr so enorme Widerstände. Oh, oh, oh. Und hier. Der Sinn hat jetzt hier das Zeichen von, was bei Oriath stand. Ne? Dieses göttliche Zeichen hat er hier auch über dem Kopf schweben. Mit einem Strich oben drüber. Ja, ich finde das halt nur schade. Also, schade
in Bezug darauf, dass, also erstmal hast du recht, viele Leute haben heute keine Geduld mehr, ne, und haben keine Aufmerksamkeitsspanne und können nichts mehr länger als 2 Minuten angucken. Das kommt noch schlimm dazu. Wer ist eigentlich gerade noch wach? Ich guck gerade, der Übermensch ist noch da. Guten Abend. Virgo Pros V&K, da weiß ich nicht, wer da irgendwie. Ramrod 667. Morty 687. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, wer jetzt Bot ist oder nicht. Ich finde schlimm, dass immer alles bei Benutzer drin steht. Wir haben ungefähr 6, also wir sollen 6 Leute gerade sein. Also, ich schließe schon mal aus. Corby ist noch da, auch wenn vielleicht schon eingeschlafen. Ari, King Minimi, Kuba und Übermensch. Und eine Person müsste dann also noch ein Zugucker sein. Wir haben da aber Winsock, Virgopros, V&K, S1-Fucker, Ramrod, Polizei, Morty, Lurks, Host Meraffel, Energizebot. Also wir haben mindestens also 9 Bots dabei. Ich finde das schlimm, dass so viele Bots unterwegs sind. Okay, es sind... Dann bist du, Morty 687, kein Bot. Das finde ich schon mal schön. Guten Abend dir. Okay, also haben wir... Ja, also dann haben wir, wie gesagt, 9 sind auf jeden Fall Bots. Ist das nicht schlimm? Ich frage mich immer, wofür sind die ganzen Bots? Da sind auch manche immer dabei. Polizei zum Beispiel ist immer dabei. Es war auch mal eine Zeit lang Feuerwehr dabei. Guten Abend. Was machst du denn um die Zeit noch wach? Was treibt dich her? Nee, also wie gesagt, ich wundere mich immer und frage mich, was diese Bots für Aufgaben haben. Ne? Ich frage mich, was sie für Aufgaben haben. Ja, und wie gesagt, nee, nur mit dem Spielen. Ich finde das dann halt nur ein bisschen frustrierend. Ne, Ari, du verstehst das. Ich bin jemand, ich spiele gerne Story. Ich gucke mir gerne alles an. Mir geht es darum, dass ich vom Feeling in dieses Spiel reinkomme und einfach denke, oh, hier fühle ich mich wohl. Ne? Das ist cool. Wohingegen ja Mario so ein Spieler ist, der will herausgefordert werden, der will Action haben, der will was Spannendes erleben. Meistens durch PvP und durch große Herausforderungen, was mir schon wieder zu viel ist. Ich sag mir dann, ich will nicht 30 Mal dasselbe probieren, bis ich es schaffe, um mir dann zu sagen, oh, ich bin so toll, ich hab's jetzt nach dem 30. Mal geschafft. Ich finde, ich mach das alles im Kopf. Ich muss dann nicht irgendeine Leistung auf Monitor erbringen. Ich möchte Spaß einfach nur haben. Andersrum, wenn ich aber Freude empfinde durch Geschichten anhören, da schläft mir Mario dann ein. Also eigentlich gibt es kaum Spiele, die halt Schwierigkeit und Story vereinen, dass wir das zusammen spielen können. Divinity war die Perfektion, was das angeht. Divinity Original Sin 1 und 2 war die Perfektion. Das war sauschwer. Ich musste mich echt anstrengen, hab oft geflucht, war oft sauer. Aber es war immer gerade noch so, dass man es schaffen konnte. Und Mario war ja dabei, also konnte ich auch so ein bisschen Taktik auf ihn auslagern. Aber es war auch unheimlich gut erzählt, was die Geschichten angeht. Es war richtig, richtig interessant. Also das war wirklich eine Verbindung aus Anstrengung und geiler Story, die wirklich mal, das war, sitzt auf dem Thron. Habe ich so noch nie erlebt, muss ich sagen, was Rollenspiele angeht. Das war immer entweder sauschwer oder es hatte eine richtig geile Story, aber nicht beides. Path of Exile habe ich gedacht, wäre ähnlich. Hat eine geile Story. Hat es auch. Aber es ist nicht mehr so schwer, wie es mal war. Also ist es für ihn schon wieder zu langweilig. Und er rennt dann da durch. Das finde ich immer so, das ärgert mich dann immer. Wenn man dann schon mal glaubt, man hat was gefunden, was für alle das Beste ist. Und dann langweilt er sich ja doch wieder. Das merke ich ja. Ich bin ja nicht blöd, ne? Wenn er dann zwischendurch irgendwie abhaut und dann schon wieder 10 Kilometer vorrennt und so. Es nervt ihn dann auch, dass es nicht herausfordernd genug ist. Ja, da kann ja auch nichts ändern, dass sie diese letzten Jahre so vereinfacht haben, das Spiel. Gerade noch ein bisschen durch Poe dümpeln. Das mit der Schwierigkeit kommt im Endgame. Das habe ich mittlerweile schon oft gehört, Morty. Das Problem ist, die Person, die ich gerade meine, ist halt so, ich will nicht 30 Stunden Tutorial machen. Das ärgert mich, wenn ich jetzt 30 Stunden es einfach habe und dann erst Herausforderung. Ich kann es verstehen und auch nicht verstehen. Also ich sage, okay, aus der Sicht herausgefordert werden zu wollen, ja. Aber ich will es ja nicht. Ich nehme es in Kauf, wenn es mal passiert. Aber wenn es zu arg ist, dann
spiele ich dann auch eher wieder was anderes. Ich gucke mir das Endgame auf jeden Fall gerne an, aber ich werde da jetzt garantiert nicht der größte Poe-Zocker. Ich finde, dieses Spiel ist einfach geil, ne? Erstmal die Techniken, die hier nutzen, was es da alles für Minigames und für drumherum gibt, was das Gameplay angeht, ist erstmal unheimlich deep. Da kannst du dich richtig mit befassen. Es ist unheimlich gut zu individualisieren. Du hast da halt das Gefühl, du hast richtig alles über deinen Charakter in der Hand. Und die Story, die ist halt auch geil, ne? Die ist jetzt nicht, ja, ich sag mal, es ist jetzt nicht ein zweites Mittelerde, aber es ist trotzdem sehr geil gemacht. So. Aber wie gesagt, Schwierigkeit ist eigentlich gar nicht das, was ich suche. Bei Divinity hat es schon bombastisch gepasst. Hat auch richtig Spaß gemacht für den Zuschauer und auch sowieso. Ja, ja, nee, das war wirklich, das war genau das Bullseye. Also Divinity war wirklich von Schwierigkeit und Geschichte her war das perfekt. Das hat bei mir dieses Bedürfnis nach Geschichte absolut erfüllt und an Möglichkeiten, was du alles ausprobieren konntest im Spiel. Und bei Mario hat es halt dann auch total die Herausforderung, den Aspekt erfüllt, den er dann da sucht, ne? Und das war richtig bockschwer. Als ich 2015, 16 gespielt habe, da war das so richtig schwer. Da bin ich kaum vorangekommen als kleiner Storyspieler. Ne? Da habe ich mal richtig auf den Sack gekriegt von allem. Aber mittlerweile geht das ziemlich. Ihr habt auch beide ziemlich OP-Items bekommen. Dadurch ist es halt auch einfacher. Für mich ist das halt wieder gut. Ich brauche das. Mario hat aber auch gar nicht so viele OP-Items bekommen. Gar nicht so viele tatsächlich, wie ich jetzt zum Beispiel. Aber ich komme ja gerade so mit. Also ich mache gut Schaden, aber ich kriege auch oft auf den Sack. Ne? Wenn ich nicht aufpasse, bin ich tot. Gut, das mag natürlich noch mit reinspielen. Hätte ich die Items nicht, hätte ich vielleicht schon mehr Probleme. Das macht natürlich sein. Trotzdem ist es leichter. Das war es von Anfang an. Das habe ich direkt gemerkt, dass es von Anfang an schon vereinfacht war. Für mich ist es auch völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, das sieht nicht jeder gleich, ne? Und das ärgert mich dann tatsächlich immer. Immer quasi, dass ich mitkriege, oh, Totenmondsmucke, du bist auch da. Was machst du denn mitten in der Nacht? Es kommen jetzt die ganzen Leute hier. Guten Abend. Ich sehe dich nur gerade in meiner Liste, wer gerade zuguckt. Und BCCXY. Auch dir guten Abend. Nee, also wie gesagt, mich ärgert das nur, dass ich halt sehe, wie wenig wir wirklich zusammenspielen können. Ich freue mich ja auf Minecraft, weil das wieder ein Spiel ist, das kann herausfordernd sein, ne? Weil wenn du tot bist, dann sind deine Sachen erstmal weg, die musst du wiederfinden und so ein Kram. Und allgemein ist das bedient was anderes. Also Minecraft spielst du nicht, weil du jetzt irgendwie, ne, groß herausgefordert werden willst. Das ist rein für die Kreativität und so. Das ist wieder was, das hat keine Story. Es hat aber auch keine großen Herausforderungen, spieltechnisch. Aber du kannst halt was ganz anderes bedienen. Das löst quasi unser eigentliches Problem auf, weil es da um was ganz anderes geht, ums kreativ Rumblödeln. Ne? Aber ansonsten gibt es halt echt unheimlich wenig, was wir zusammen spielen können. Das ist ein bisschen frustrierend tatsächlich. Weißt du, Elder Scrolls Online hatte er sich ja auch besorgt, aber das macht ihm überhaupt keinen Spaß, weil ihm das viel zu einfach ist, überhaupt keinen Schwerpunkt auf PvP hat und so. Ne? Und andersrum spielt er jetzt richtig gerne WoW Classic, weil das so mega herausfordernd ist und das ist mir wieder zu herausfordernd und zu viele Komfortfeatures sind weggefallen. Servus. Das ist halt immer ärgerlich. Wie gesagt, wenn ich dennoch kaum gelassen werde, sage ich mal, zumindest nicht unkommentiert, ich hier mir alle Leute anhören kann und dann schon wieder 1000 Meter weiter und eventuell dann Story verpasse, weil bis ich dann da bin, ist dann da auch schon wieder ein Feind getötet, der vorher was erzählt hätte und so, das ärgert mich dann. Das Minimi ist auch noch da. Der ist von Anfang an dabei, aber wahrscheinlich weiß ich nicht, was er mitkriegt. Der hat noch nichts gesagt heute, aber ist von Anfang an im Lurk. Ufts. Der wollte auch noch streamen an sich. Mann, oh Mann, oh Mann. Zeit wieder vergessen. Ja, ist wieder 2:30, ne? ESO hat einen riesigen PvP-Schwerpunkt. Ja. Der ESO-PvP-Schwerpunkt ist aber, glaube ich, ab Level 20 oder so. Auf jeden Fall, ja, in Cyrodiil. Habe ich nur bisher wenig bedient. Aber was ihm fehlt, ist halt, dass dieses überall in der Welt, technisch gesehen, Leute auch Feinde sind und so, ne? Denke ich mal. Auf jeden Fall ärgert mich das immer, zu sehen, wie wenig wir da Schnittmenge haben beim regulären Zockverhalten. Code Vein ist geil, ein Dark Souls im Anime-Style. Habe ich schon von gehört. Ne?
Und das merke ich halt auch daran, an solchen Sachen, ich kann ja auch zwischen den Zeilen lesen, ne? Wenn er mir heute Abend erzählt, naja, lass mal nur 3-4 Stunden machen. Ne, Kuba, du warst noch dabei und so, deswegen war dann auch so ein bisschen der Gruppendruck, dass er ein bisschen länger da geblieben ist und ganz so doof fand das dann ja wohl auch nicht. Auf jeden Fall aber am Anfang direkt gesagt, so, ah, lass mal nur 3-4 Stunden machen, ich muss noch was für die Schule machen. Kriege ich aber mit, dass er für ArcheAge, was er ja spielt als MMO, da großartige Tests bewuselt hat und da auch zockt und Gruppen sammelt und dann hat er da auch die Tage dauernd jeden Tag WoW gespielt, einiges und so, hat dann aber keine Zeit und muss nach 3-4 Stunden angeblich wieder weg. Daran sehe ich ja, dass das Spiel eben viel zu einfach ist, weil er schon wieder sagt, ne? Wie gesagt, ich bin ja nicht doof, ich kriege ja so Sachen mit und mich ärgert das dann. Wenn wir dann spielen, also ich sag das dann nicht immer unbedingt, aber durchaus ist das so, dass es mich dann beim Spielen ärgert, dass ich feststelle, Mensch, jetzt hast du da schon mal eigentlich ein relativ herausforderndes Spiel und das ist eben schon wieder nicht recht. Und das weist mich halt wieder auf die Tatsache hin, wie wenig Schnittmenge wir da einfach bei Spielen haben. Das ärgert mich ein bisschen. So, jetzt habe ich hier schon wieder mich dumm und dusselig gelabert. So, hier sollte der, glaube ich, weiß ich gar nicht. Blutleer war, glaube ich, richtig. Und das sollte man, glaube ich... Ja, also ich überlege nur gerade wegen, was hier optimale Verteilung und so. Und dann da hier hoch weiter. Ja, das kriege ich noch. Was haben wir denn hier? Und womit haben wir uns jetzt noch nicht befasst hier? Irgendwas, vielleicht kann ich noch klüger werden. Das Spiel bietet ja sehr viel. Fläschchen mögen zwar nicht so schick sein wie eine protzige Waffe, Bad für das Rüstungsstück, und doch können sie in Path of Exile wortwörtlich über Leben und Tod entscheiden. Ja, ich habe bisher nur, das ist ein weißes Fläschchen. Ich habe aber gesehen, es gibt sogar legendäre Fläschchen hier, also einzigartige, ne? Genau, das sind blaue, Lebensfläschchen der Heilung, Granitfläschchen der Eisenhaut. Modifikatoren mit Bedacht, sie können Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Fläschchen sind keine verbrauchbaren Gegenstände. Anders als Identifikationsrollen verschwindet ein Fläschchen nicht, wenn du es benutzt hast. Stattdessen wird eine Anzahl an Fläschchen Füllungen verbraucht, die von der Art des Fläschchens abhängt. Weil ein Fläschchen leer ist, kann es wieder befüllt werden, um es wieder nutzen zu können. Es gibt normale, magische und einzigartige, doch keine seltenen Fläschchen. Ah, okay, also normal, magisch, einzigartig. Okay. Gewöhnlich füllen sich Fläschchen wieder auf, indem du Monster tötest. Ach so, machten die das. Das bedeutet, dass du eigentlich immer über 1 oder 2 reichlich gefüllte Fläschchen verfügst, wenn du dich fleißig im Kampf erprobst. Wenn du dich jedoch in einem Engpass befindest und die Fläschchen leer sind, musst du entweder weiter vorsichtig Monster töten oder in die Stadt zurückkehren. Fläschchen werden in jeder Stadt automatisch aufgefüllt. Ah, siehst du, ich dachte, das geht halt langsam mit der Zeit wieder hoch. Siehst du, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass durch Kämpfen sich die Dinger wieder hochfüllen. Dass sich in brenzligen Situationen immer lohnt, ein Portal zur Stadt zu öffnen, um dort leeres Fläschchen aufzufüllen. Manche Fläschchen, wie zum Beispiel solche, die über den Präfix des Chirurgen verfügen, können auch unter anderen Bedingungen gefüllt werden. Quecksilber, okay. Des Chirurgen. Es ist ratsam, eine Anzahl verschiedener Fläschchen in verschiedenen Situationen bei sich zu tragen. Sind deine Freunde. Scheue dich nicht davor, sie häufig zu nutzen. Ja, das ist wohl richtig, das merke ich. Andere magische Modifikatoren können die Menge an Leben oder Mana verändern, die ein Fläschchen wiederherstellen kann, oder die Dauer, wie lange es hält, oder die Anzahl Nutzungsmöglichkeiten. Manche Modifikatoren verfügen über nützliche Besonderheiten, wie zum Beispiel das Entfernen von Flüchen oder Beeinträchtigungen. Und das finde ich auch wieder witzig in Spielen. Manchmal lernt man das Falsche, weil man die falschen Schlüsse zieht. Ich kriege mit, die Flasche füllt sich langsam wieder, also denke ich, die füllt sich über Zeit automatisch wieder wie so ein Mana-Pool. Ne? Tut sie aber nicht, tut sie nur in der Stadt komplett oder eben im Kampf durch Kämpfen. Das wusste ich nicht. Das finde ich so witzig, wie tatsächlich das oft vorkommt, dass man in Spielen eben die Dinge, die man automatisch so durchs Spielen, ah ja, so und so, ne, falsch miteinander verburbelt. Was für ein Bild spielst? Also ich spiele tatsächlich relativ locker, was Bild angeht. Ich halte mich aber an dieses Molten Strike, ne? Da orientiere ich mich hauptsächlich dran, hier an da, Lavaschlag. Und an wirbelnde Klingen orientiere ich mich, was Bewegen angeht, durch Viecher sich durchschwurbeln. Ne? So, jetzt liege ich im Bettchen und unterhalte mich, Sklave. Das mache ich doch schon die ganze Zeit. Ich bin mal off für heute. Lieben Dank wieder für den schönen Stream und allen eine erholsame gute Nacht. Dass du noch da bist. Bist du nicht schon weggedöst langsam? Schlaf schön, Korbi. Gutes Nächtle, du Stück. Kenji Sakura. Ja, aber an den Flaschen steht ja dran, dass sie sich füllen, wenn du Monster tötest.
Das ist mal eine Sache, die habe ich noch nicht gelesen, Kenji. Aber danke für den Hinweis und guten Abend. Jetzt kommen, jetzt werden die Leute wach. Nachts um 2:30 ist ja wohl unglaublich. Okay, gut, sonst sieht man später kein Land mehr. Wie meinst du das, sonst sieht man später kein Land mehr? Jetzt ist es schwierig, mit konzentrieren zu bleiben. Ja, fischen genauer an und überlege dir, ob dich ein paar Änderungen Abhilfe schaffen könnten. Fischen sind oft ein günstiger und einfacher Weg, Schwierigkeiten mit deinem Bild auszugleichen. Deine Truhe auf der Reise durch Rayclass, ja gut, also was die Truhe, wobei, vielleicht steht da was, was ich noch nicht weiß. Findest du neben reichlich Tant auch besonders wertvolle Beute? Da du in deinem Inventar begrenzt Platz hast, befindet sich glücklicherweise in jeder Stadt und jedem Versteck eine Truhe. Die Truhe ist ein zentrales Lager und es macht keinen Unterschied, von welchem Ort du auf sie zugreifst. Die Truhe in na, wie heißt die nochmal? Na, bei Minecraft. Diese hier, Endertruhe, genau. Ah, okay, gut. Also, ja, was, wenn man einfach irgendwas macht und neu in dem Game ist. Ja, also ich halte mich, ich hangele mich schon grob so wo lang, aber ich erlaube mir auch ein bisschen Freiheiten noch aktuell. Aber ich halte mich durchaus daran, dass ich jetzt diesen Molten Strike, weil der ist mega. Ich finde den cool und der fühlt sich auch sehr mächtig an. Und den habe ich mittlerweile wirklich voll ausgestattet. Seit diesem Stream tatsächlich. Ein zentrales Lager, genau. Gegenstände, die zum Beispiel Löwenauges Wacht verstaut hast, warten daher auch im Waldlager, deinem Versteck oder einem anderen Ort mit Truhe auf dich. Eine Truhe, alle deine Charaktere der gleichen Liga teilen sich eine Truhe. Findest du zum Beispiel mit deinem Marodeur einen guten Bogen, kannst du ihn aufbewahren, später für deine Waldläuferin benutzen. Wenn du erweitern, wenn du einen unsättbaren Sammeltrieb hast, läufst du Gefahr, den Truhenfächer schnell zu füllen. Zusätzliche Truhenfächer können im Shop für Mikrotransaktionen erworben werden. Es gibt mehrere Arten von Truhenfächern. Pausfossil, kann man sogar benennen. Wusste ich gar nicht. Basistruhenfächer, siehst du, das ist wieder Sache, die wusste ich noch nicht. Exakt gleiche Funktionalitäten wie die bereits verfügbaren in deiner... Premium-Truhenfächer können benannt und farbig gekennzeichnet werden, wodurch du fortan komfortabel auf sie zugreifen kannst. Außerdem erlauben sie das Listen von Gegenständen für den Verkauf. Der Preis kann je nach Gegenstand individuell eingestellt aufs gesamte Fach angewendet werden. So, was es alles noch gibt dann im Endgame und wenn man bereit ist, ein bisschen Kohle auszugeben. Die spezialisierten Truhenfächer, wie etwa Währungstruhenfächer, können gleichzeitig tausende Exemplare bestimmter Gegenstände aufbewahren, das jeweilige Stapellimit überschreiten. Diese Fächer bieten eine außergewöhnliche Ordnung für bestimmte Gegenstände. Alter, sowas bräuchte ich mal. Alles ist bei mir zusammengeschmissen. Alles findet da kaum mehr durch. Das da. Irgendwas mit einem Fox. Grad läuft ein vergünstigter Stash-Sterb-Verkauf. Ja, muss ich mal gucken. Wie kostet denn sowas? Danke für deinen Follow, Morty. Wie kostet denn sowas? Das Währungstruhenfach können gleichzeitig tausende... Also ja, habe ich gerade gelesen. Alle Truhenfächer verfügen im unteren Bereich über eine Leiste, über die du Gegenstände suchen und nach ihnen filtern kannst. Die Gegenstände sind in deiner Truhe sicher. Denk aber daran, am Ende einer temporären Liga alle Gegenstände aus deiner Truhe... in die Truhe der entsprechenden permanenten Liga verschoben werden. Wenn das passiert, findest du die verschobenen Gegenstände in Truhenfächer mit der Bezeichnung nur entfernen. In diesen Fächern sind deine Gegenstände sicher aufgehoben, jedoch kann ein Gegenstand, der aus einem nur entfernen Fach genommen wird, euch dort nicht mehr abgelegt werden. Das ist eine vernünftige Lösung, finde ich gut gelöst. Nur entfernen Fächer sind Fächer, die am Ende einer Liga automatisch migriert werden. Gegenstände in Fächern entnimmst, kannst du nicht mehr zurücklegen. Beeinträchtigung habe ich jetzt auch gerade gelernt. Ne? Nämlich ein Drittel weniger Widerstände. Gerne. Ja, in Ordnung. Das halbe Leben oder so sahen meine Truhen früher auch aus. Okay. Geh unten mal rechts auf den Shop. Mache ich gleich mal. Will ich aber nur machen, wenn du das Game länger zocken willst. Ja, ja. Also eigentlich wollte ich das ja mit Mario halt zusammen zocken. Wir haben halt immer... Ich habe hier drei Termine auf meinem Kanal, ne? Montags spiele ich immer alles Mögliche, was ich gerade zocken will, was da gerade auf meiner Platte rumliegt, was mal gezockt werden mag, ne? Mittwochs zocke ich hier immer Elder Scrolls, schon seit anderthalb Jahren bald. Elder Scrolls Online. Das ist halt auch so ein Spiel, das findet kein Ende. Und am Samstag habe ich halt immer mit einem Freund zusammen irgendwas gespielt hier. Und
da haben wir uns jetzt halt auf Path of Exile geeinigt, weil ich dachte, komm, das ist schwer. Aber es ist auch storytechnisch so, dass ich es geil finde. Weil das Problem ist halt, wie gesagt, ich bin voll der Story- und Erlebnis- und Erkundespieler und er ist so der PvP-Herausforderungs- und am Limit, ne? Und deswegen gibt es weniges, was man zusammen spielen kann. Und bei diesem Spiel dachte ich, ah, ich weiß noch von früher, das war richtig bockschwer, ne? Aber es ist halt echt einfacher geworden. Und von daher mit dem Längerzocken ist relativ. Ich will auch nicht zu viele große Spiele gleichzeitig spielen. Aber für unseren Samstagsslot würde ich zumindest, mindestens also für die Story, wir haben jetzt 5 Akte durch, also für die anderen 5 Akte werden wir auf jeden Fall hier das noch spielen am Samstag. Und darüber hinaus müssen wir dann halt gucken. Ne? Aber es ist trotzdem ein schönes Spiel. Das finde ich bisher schon. Monster in Rayclass fügen nicht nur Schmerzen zu, dem können sie auch sogenannte Beeinträchtigungen verursachen. Zum Glück kannst du es auch. Ah ja. Beeinträchtigungen werden üblicherweise eine bestimmte Art von Schaden verursacht. Feuerschaden kann entzünden, wodurch weiterer Feuerschaden über Zeit verursacht wird. Kälteschaden kann unterkühlen, sich verlangsamt oder einfrieren, was die Bewegung zum Stillstand bringt. Blitzschaden kann schocken, wodurch du anfälliger für jeglichen Schaden wirst. Manche Gegner können dich auch vergiften oder bluten verursachen, beides Schaden über Zeit verursacht. Während des Blutens leidest du mehr Schaden, wenn du dich bewegst. Macht Sinn. Ne, man sollte sich denn nicht bewegen. Ja. Interessant. Jede Beeinträchtigung wird jeweils von einem bestimmten Schadenstyp abgeleitet, wodurch einige einzigartige Gegenstände beeinflusst werden können. Damit umgehen. Gegenstände, passive Fähigkeiten, Fertigkeiten, Unterstützungsgemmen, Flüche, andere Dinge können Wahrscheinlichkeit beeinflussen, ob und wie weit du die Beeinträchtigung beeinflusst wirst, oder sie wiederum bei Gegnern verursachst. Einzigartige Gegenstände, passive Fähigkeiten können dich vor der Wirkung von Statusbeeinträchtigungen schützen, einen Vorteil verschaffen, wenn du derselbigen leidest. Fläschchen können, sofern sie mit entsprechenden Mods ausgestattet sind, jede Beeinträchtigung entfernen. Dein Weg durch Rayclass gestaltet sich etwas angenehmer, wenn du weißt, welche Beeinträchtigungen gefährlich für dich sind und du dich mit entsprechenden Fläschchen ausstattest. Mensch, wir haben alles durchgelesen, bis auf 2. Ich bin richtig fleißig hier heute. Prophezeiung, ja, bei der Ollen, das haben wir ja schon öfter mal gemacht. Ach, ein Affe ist das auf der Schulter. Ich dachte, das wäre ein komisches Fell. Prophezeiungen ähneln Quests, die du von Charakteren wie Takli erhältst. Jedoch sind diese unvorhersehbarer und folgen keinem festgelegten Ablauf. Eine Prophezeiung kannst du nur von Navali im Austausch gegen eine Silbermünze erhalten. Prophezeiungen sind äußerst vielfältig. Manchmal veranlassen sie, dass ein gewisses getötetes Monster bestimmte Gegenstände fallen lässt oder sie fügen manchen Gebieten neue Monster hinzu. Einige Prophezeiungen können das Aussehen mancher Gebiete beeinflussen und andere, die den Weg zu bestimmten einzigartigen Gegenständen ebnen. Mhm. Es kann vorkommen, dass du eine Prophezeiung erhältst, die du im Moment nicht gebrauchen kannst. Navali kann eine Prophezeiung gegen einige Silbermünzen versiegeln und einen Gegenstand verwandeln, den du zur späteren Verwendung in der Natur aufbewahren und mit anderen Spielern handeln kannst. Während dir manche Prophezeiungen den Weg zu wertvollen Belohnungen bereiten, gibt es Prophezeiungen, die selbst die Belohnung sind. Beachte, dass du eine Prophezeiung auch aus Versehen erfüllen kannst. Womöglich ist es daher sinnvoll, eine Prophezeiung, mit der du zum Beispiel einen Gegenstand anfertigen kannst, zu versiegeln und für die Verwendung auf einen wertvollen Gegenstand aufbewahrst. Bei mir ist das Rad immer voll, weil ich mir denke, hey, warum nicht? Nehme ich zwischendurch mit, was ich finde, ne? Auren und Herolde. Auren sind Fertigkeiten, die fortdauernd Dinge um dich herum beeinflussen, was ich auch erst seit diesem Stream tatsächlich benutze. Aber es nervt mich, dass das Mana dann weniger ist. Die meisten Auren, wie zum Beispiel Hass, beeinflussen sowohl dich als auch Verbündete und Gruppenmitglieder im Umkreis. Üblicherweise gewähren sie dir einen bestimmten Vorzug, reservieren jedoch gleichzeitig einen Teil deines Mana, solange sie aktiviert sind. Ja, sehr viel davon. Teilweise die Hälfte. Da geht er gewisserweise mit seiner jeweiligen Beeinträchtigung. Manche Auren beeinflussen stattdessen Gegner im Umkreis und Unterstützungsgemme Blasphemie. Zum Beispiel verwandelt einen gestützenden Fluch in eine Aura. Ein Teil des Mannes reserviert und Gegner verflucht, die den Radius der Aura betreten. Ganz ehrlich, ich möchte niemand sein, der bei diesem Spiel das Kampfsystem programmieren muss. Es gibt hier so viele Fähigkeiten, die auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen aktiviert werden können, wirken, sich verändern, anders aussehen, anderen Radius, Stärke, was weiß ich nicht alles haben. Dieses Spiel ist so voll an Möglichkeiten, ich möchte nicht am anderen Ende sitzen und das programmieren müssen. Da würde ich wahrscheinlich mir irgendwann mit dem Hammer auf den Kopf hauen, weil ich nicht mehr klarkommen würde. Reserviertes Mana kann nicht genutzt oder wiederhergestellt werden, solange zum Beispiel die Gemme, die für die Reservierung verantwortlich ist, aktiv ist. Überlege dir also genau, ob das Mana, das dir neben reservierten Teilen übrig bleibt, deine übrigen Fähigkeiten ausreicht. Dinge, die das Zusammenspiel von Fähigkeiten mit Mana verändern, wie zum Beispiel Blutmagie, treffen auch die Mana-Reservierung zu. Da muss er bedenken, im Endeffekt braucht er alles Mana.
Im Endeffekt brauche ich ja alles Mana. Ich kann doch nicht normal auf Gegner draufhauen. Das macht doch keiner. Ne? Das bringt doch nicht so viel. Herolde reservieren ebenfalls Mana und gewähren dir Vorzüge. Ähnlich wie Aurenfertigkeiten. Im Gegensatz zu diesen beeinflussen Herolde jedoch ausschließlich deinen Charakter. Herolde verfügen ausschließlich über eine besondere Funktionsweise, die Beeinträchtigung interagiert. Manche Auren reservieren kein Mana oder haben keine fortdauernde Wirkung. Es trifft auf die Wahlversion von Auren zu, wie Wahlanmut. Die Wahlversion von Auren verfügen zwar über eine begrenzte Dauer, gewähren jedoch in einer kurzen Zeit, als sie aktiv sind, äußerst starke Boni. Ja, das ist halt typisch Wahl, ne? Wahl ist ja auch so eine Art düsterere Art und chaotischere Art von Magie in dieser Welt. Das ist ja dann meist so mit den dunkleren Kräften, ne? Die sind halt sehr schnell vorbei und bieten sehr viel. Oder aber, sag ich mal, du sparst unheimlich viel Zeit, bekommst Goodies, aber verkaufst deine Seele, ne? Nein, also ihr wisst, was ich meine. Ist halt oft der schnellere Weg, der halt Mali mit sich verbindet. Naja. Gut zu wissen. Da haben wir jetzt dieses ganze Dings mal durchgeguckt. Ich gucke noch mal in den Shop rein, was der mir so erzählt hier im Schaukasten. Und dann ist für heute aber auch langsam Schluss. Wir zocken jetzt bald seit 9 Stunden hier. Ich muss jetzt auch mal langsam Schluss machen. Es ist 20 vor 3. Wenn ich das nicht bald mache, dann komme ich wieder nicht in die Kiste. 20 Dinger für ein Truhenfach. Aufwerten auf Premium-Truhenfach 30, also insgesamt für ein Premium-Truhenfach. Ah ja, und da 35 Premium-Gilden-Truhenfach, okay. Und Punkte kaufen, wie viel kosten 30 so? 4,40 Euro. Also ich zahle dann auch schon 3 Euro für so ein Premium-Fach, ne? So ein Fach. Zahle ich mal eben kurz 3 Euro. Na gut, aber irgendwie müssen die halt ihre Kohle machen, ne? Ich habe schon festgestellt, man kann in diesem Spiel sehr viel kaufen. Was mir zum Beispiel auch sehr gefällt, sind so Begleiter oder so kosmetische Sachen, dass sich Fähigkeiten verändern. Aber ja, ich gucke mal. Gucke mal, indigener Panda, haben sie? Tierchen. Aber es kostet teilweise richtig Kohle hier. Die sind halt anders teuer, das ist richtig. Würde die 18-Euro-Bündel empfehlen, dann halt in verschiedene Truhensachen investieren. Ich suche gerade alle. Warte mal, kann ich das hier wieder zurück. Neu? Was haben wir denn hier so? Viel. Ich will mal. Warte mal, ich geh mal raus und wieder rein, dass hier nichts ausgewählt ist. Und dann drücke ich mal auf. Also. Fähigkeiten. Lava. Aura-Effekt. Schauerlicher Lavaschlag. Nett. Da machten sie mir eine Webseite auf. Also sieht das dann aus. Düster halt. Schwarz. So als ob ich da den Tod heraufbeschwöre. Statt dass es halt wie Lava aussieht. Was aber jedoch. Wirbelnde Klingen. Frostklink. Wirbelnde Klingen. Nett. Oha. Violett. Damit catchen sie mich. Das ist meine Lieblingsfarbe. 125. Was? Ich soll 10, 12 Euro bezahlen, damit mein Dashen lila wird. Ich soll 10, 12 Euro für einen Dash bezahlen. Wow. Ja, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Für eine Sache, die ich verändere an mir, zahle ich so viel wie teilweise für Spiele. Rückenteile kosten teilweise 40. Und das zahlen Leute. Die bezahlen ein ganzes Spiel dafür, dass sie Flügel kriegen. Ja gut, damit wären wir wieder beim Thema, was sind Whales? Genau das sind Whales. Menschen, die so viel Geld ausgeben. Das ist aber unglaublich. 52. Ich bin ein bisschen schockiert. So, welchen Level habe ich jetzt?
Ja, da brauche ich noch 4 Level, um das einzusetzen. Die Sache, das mache ich jetzt auch nicht mehr groß. Ja, es gibt immer so Pakete. Da bekommst du beispielsweise ein Set und noch die Punkte. Okay. Ja, diese 18-Euro-Pakete, die eben erwähnt wurden, ne? Was ist hier unten eigentlich? War da nicht dieser komische Tutorial-Endgegner eigentlich? Ich guck da noch mal kurz rein, aber ich mache jetzt auch gleich Schluss, meine Lieben. Ich fange jetzt hier nichts Neues mehr an. Ich guck nur kurz, weil ich neugierig bin. Damit können wir zumindest schon mal... Wie hier mitten aus nirgendwo irgendwie so ein Erz rumliegt und er baut denn da erstmal irgendwie, er kommt da aus dem Erdboden raus, ne? Ich kaufe nur Supporter-Packs, okay? Eine Quest ist da, alles am Strand töten. Ja, ich will ja aber auch eigentlich nicht großartig storytechnisch voranschreiten, weil wir das ja zusammen machen. Ich meine, ich kann natürlich auch nochmal mitlaufen, das stört mich nicht, wenn ich da nochmal mitlaufe hier unten. Aber andererseits muss ich ja ganz frech sagen, ist ihm die Story ja eh egal. Also eigentlich ist es egal, wie weit ich komme. Achso, warte, falsche Special. Ich wollte Mana haben. Mana. Da, das ist witzig mit dem Dash hier. Ne? Finde ich witzig. So, dann gönn dir. So Gott will. Geht mich auf den Sack. So Gott will, die letzte Aufzeichnung vom ersten Mart pieken schiffbrüchig auf den Felsen irgendwo an der Zwielichtküste. Soweit ich das beurteilen kann, ist der Rest der Mannschaft mitsamt Captain Caruso tot. Caruso, aha. Oder Schlimmeres. Was war geschehen? Ich hätte es selbst nicht geglaubt, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Im Morgengrauen schoss ein Lichtstrahl grün und finster aus den Wellen in den Himmel. Während die meisten von uns staunend dastanden, hörte ich einen Schrei vom unteren Deck. Als ich meinen Blick in diese Richtung schwenkte, sah ich, wie sich die Wellen öffneten und ein Schwarm Tiefseekrabben das Schiff überzogen. Gefräßig und von unzählbarer Menge machten sie sich mit den Matrosen. Machten sie mit dem Matrosen oder ihren kurzen Prozess nicht, das Knochen und Stoff fetzen, macht doch nicht so schnell! Wir flüchteten unter den Beibooten so schnell wir konnten, in der Hoffnung, gottlosen Kosten die Ritter uns lassen zu können, doch dort unten tief in der grünen Lichtsäule könnten wir ihn sehen, den Gischtkönig. Wie ein fetter Wal brach er durch das Wasser, verwandelte das Schiff unter unseren Füßen zu Kleinholz. Wir wurden ins Meer geschleudert und konnten uns trotzdem ein Stück hier retten. Es scheint, als wollte der uralte Zuckerroth die Meere wieder zu seinem Reich erklären. Captain Caruso hat diese Meute und die Wellen flüstern meinen eigenen Abwehr. 1000 klickenden Scheren. Möge Gott sich meiner erbarmen und möge diese Warnung noch jemandem vom Nutzen sein. Ganz ehrlich, wenn sie da schon eine Sache nicht vorlesen lassen, ne? Nicht so, dass es hier im Hintergrund weitergeht, dann, bitteschön, dankeschön, dann lasst den Text nicht so schnell laufen, dass ich ihn vorlesen kann, ihr Säcke. Sonst komme ich euch da gleich mal rüber, liebe Entwickler. Hau euch auf den Arsch. Ich mach das wirklich. So, jetzt wieder was für Nico. Hehehe, er will ja gar nicht rushen. Nee. Will ich auch nicht. Warum? Oder was meinst du jetzt gerade? Verstehe ich gerade nicht. Was? Ich kann dich durchrushen durch die Akte. Achso, ja genau. Nee, das will ich ja gar nicht tatsächlich. Mir geht's ja um die Story. Darum geht's mir ja. Mir geht's mehr um die Story, als um dass ich hier alles mögliche, was weiß ich hier. Ne? Also ich will tatsächlich hauptsächlich die Geschichten erleben. Oh, oh, oh. Das war ja wär fast schief gegangen. Alter, okay, ganz viel Kram. Brauche ich davon irgendwas? Habe ich ja. Brauche ich nicht. Karten nehme ich immer gerne. Der Rest ist jetzt auch nicht so doll, ne? Mit, aber... Eine Quest ist da. Ja, das habe ich mitgekriegt. Oder fummelt da was ab?
Chris von Abram. Ja, dann. Ah, der haut aber auch rein. Eins übrig, okay. Ja gut, habe ich das gemacht, aber das ist ja nun auch wirklich nicht großartig. Das ist ja eine Nebenquest und die kann man... Die mache ich auch nochmal mit. Da habe ich jetzt kein Problem mit. Eins übrig. Ich liebe ja sowas, ne? Aber da hinten ist noch was nicht erkundet. Und dann kann ich ihn hier in das Gebiet schicken nächstes Mal. Und ich gehe da hinten schon weiter. Und kann da wirklich mir in Ruhe alles durchlesen. Das ist schön. Bin ich eigentlich manchmal frech oder so? Ich weiß es nicht. Ich kriege das immer nicht so mit, weil ich bin ja quasi dann so meine eigene... mein eigener Maßstab irgendwo, ne? Ich habe ja auch ein paar neue Sachen drin, die ich gerade levele. Lily. So many drowned Oriathans cast into undeath. You freed them from their torment, and I'm sure they'd be grateful. Here, ah. That little something extra I were talking about. Though the sea takes away, it gives back in greater measure. Mhm. Nach der Quest hast du Zugang zum Gemhändler. Nö, kein bisschen. Ja, ich sage, ich bin nur lieb. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, okay. While you be skulking about, I've managed to do a bit of hunting on my own. Got a whole full of tools and trinkets here, which I managed to, procure. Take a look. You might find something particularly naughty to help you on your life's voyage. You have the look of a wayfarer about you. I've a few bits and bobs in the hold that I managed to salvage from Oriath. Might be you're in the market for a little insurance for the road. The sort a nautical charmer a quaff of tonic be providing. Mm-hmm. Go on, have a look-see. And if you're thinking to trade, I reckon we can come to a fair arrangement. Als ob ich das brauche. Mal eben kaufen. Was hat die denn so hier? Das denn? Minenzündung. Eine Falle? Jau. Jau, jau, jau. Die hat Dinge. Und die hat dann wahrscheinlich auch die letzten, die mir noch fehlten, die ich nirgendwo gefunden habe. Jo, Zaubern bei erlittem Schaden. Jeder unterstützte Zauber erzählt er, genau. Und wird ausgelöst. Der gesamte erlittene Schaden eine Schwelle erreicht. Kann keine Totem fallen oder... Ja, ja, und das ist, das brauche ich ja eh später. Was war das noch, was ich brauchte? Weißt du das noch, Kuba, aus dem Kopf? Schrei der Unsterblichkeit habe ich da, glaube ich, auch irgendwo gesehen. Habe ich da, glaube ich, gesehen. Also, ne, vom Aussehen her der Rune, der Gemme. Er hat für eine kurze Dauer weniger physischen Elementarschaden, verbraucht bis zu 5 Widerstandsladungen, um die Stärke zu verlitten und physischen Schaden weiter zu mindern. Teilt, ich glaube, das war's, ne, Schrei der Unsterblichkeit. Immortal Call. Oh, ich bin so gut, weißt du? Ich weiß von vorhin noch, wie dieser scheiß Edelstein aussah. Ja? Ich möchte bitte einen Schrein, wo ihr mich alle anbeten dürft. Hm. Ja, warum nicht? War nicht der andere noch irgendwie grün? Und den ich mich da irgendwie... Ne, das soll dabei ja ausgelöst werden. Das könnte man zum Beispiel mal auf die Stiefel packen. Kann ich ja mal so ein bisschen mit rumspielen. Lol. Du hast einfach einen Sechslink. Ach so, ja, ich habe einen Sechslink.
Das ist auch das, wo ich am meisten stolz drauf bin, auf meinen Brustteil. Das werde ich wahrscheinlich niemals aufgeben müssen. Weil es so scheißen selten ist. Und also schwer herzustellen und so. Einzige, womit ich rundum zufrieden bin. So richtig zufrieden. Das ist halt mein Molten, ne? Hier. Lavaschlag, physischer Nahkampfschadenunterstützung, Mehrfachschlagunterstützung, konzentrierte Wirkungunterstützung, Ruf der Ahnenunterstützung und Elementarfokusunterstützung. Was war nochmal? Womit? Also das wird... Genau. Also dieser Schrei der Unsterblichkeit wird bei erlittenem Schaden ausgelöst. Und da war noch eine dritte Geschichte, die dazu empfohlen wurde. Wann kriege ich meinen Schrein, dass ihr mich anbeten könnt? Nee, warte mal. Ja, Wenn ich jetzt so durchgelesen hätte, was das für ein Grüner war. Blood Rage. Okay. Das war, den hab ich schon, genau. Wobei das hier, warte, wäre das nicht denn eher hier drin? Da bin ich jetzt blöde. Ich guck da mal durch. Ich hause gleich. Kein Support. Achso, ja, okay. Ist ein Skill. Das bedeutet, wenn ich ein Dreier-Ding habe und dieses Unterstützungsding in beiden drin ist, dann wird beides ausgelöst. Durch Schaden, tatsächlich. Ich gucke mal. Du kannst die Sachen auch unten im Suchfeld eingeben. Wenn ich wüsste, wie es auf Deutsch heißt, ist es Blood Rage, dann ja. Kein Support. Weil ich weiß ja nicht, wie die es genannt haben. Blutrache. Wahrscheinlich nicht, oder? Blutrausch. Vielleicht. Ist es das? Deutsche Übersetzung kennst. Genau, wenn ich sie denn kenne. Blutrausch ist Blood Rage, das kommt hin. Physische Schaden über Zeit verursacht, Angriffsgeschwindigkeit, Lebensraub erhöht. Basisdauer beträgt 7 Sekunden, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, physische Schaden, bla 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 bla. Ist es das? Ich glaube, das ist das, oder? Ich glaube, das brauche ich. Jupp. Okay. Dann brauche ich jetzt also, meine Stiefel muss ich mal ein bisschen verschwurbeln. Die muss ich mal ein bisschen ändern. Ne? Sehr schön. Welcome. Na, ich wollte nur gucken, ob die irgendwas zu erzählen haben. Ich kann jetzt mal genießen, dass ich mit allen reden kann, ohne dass ich gleich zurückfalle. So, Gemeinde. Durchstoßen. Brauche ich gerade nicht. The Fallout Guy. Ja, ist es. Was ist es? Oha. Lagfest. Bitte nicht. Bitte nicht laggen. Also erstmal guten Abend. Wie kommt es eigentlich, dass ihr alle so mitten in der Nacht so fit seid? Mach bloß deinen FPS an. Also mein FPS ist flüssig.
Also bei mir ist alles sehr flüssig. Ach, dünn FPS. Dünn, ach so, das ist eine Option, ne? Okay. Ist da irgendwas? Ich gucke mal. Kann ich ja anmachen. Dynamische Auflösung. Meinst du hier dynamische Auflösung? Meinst du diese Option? Wenn ja, dann mache ich das gleich mal. Ich glaube, ich mache das nur lieber. Geh mal in Option und aktive dünne Auflösung. Probiere ich gleich mal aus, ob OBS das mitmacht. Weil es kann auch sein, dass OBS dann abkackt. Aber ich höre ja eh gleich auf. So, ich hätte da gerne mehr Dinge. Wie kriege ich, mit was kriege ich nochmal eine Fassung mehr? Beziehungsweise werden Fassungen ausgewürfelt, wie viele? Kackt nicht ab. Okay. Dein Stash erinnert mich an meinen ersten Char. Morty, ich hau dich. Was muss ich da nochmal für machen, um da mehr draufzusetzen? Die Anzahl der Fassungen, da ist es ja, Goldschmied. Und zur Frage davor, ist es Samstag. Ist nicht heute... Heute ist auch Sonntag. Ist es doch Sonntagmorgen um 3 Uhr, oder nicht? Oder bin ich jetzt doof? Achso, warte mal. Erstmal muss ich diesen Gegenstand ja ausziehen, sonst kriege ich wieder das Spiel der... So. Eine ist doof. Drei ist, was ich brauche. Jetzt muss ich sie noch verbinden. War. Ja, ja. Ja, war, genau. Nicht lachen, ich habe das noch nicht oft gemacht, ne? Also sowas verlinken und so. Mit was verlinke ich denn nochmal hier? Es ist auch so übersichtlich hier gerade sortiert. Ich weiß. Ich weine ja auch gleich. Fusing. Warte. Das da? Verbindungssphäre. Davon habe ich echt nicht viele. Die sind wohl seltener, ne? So, Dritte oben rechts. Yes, Fusing. So, dann brauche ich jetzt aber auch andere Farben. Das wird eine Färbungssphäre sein. Alle grün ist scheiße. Das ist auch scheiße. Das ist auch scheiße. Warte mal, wie war das? Wenn ich eine Taste gedrückt halte, Steuerung oder so, dann... Nee, Steuerung war es nicht. Alt? Nein. Umschalt? Mehr bleibt mir ja nicht übrig. Ja, dann wird's nicht, da muss ich nicht immer hin und her. Ich lerne in diesem Spiel ja auch langsam dazu. Nein, nein, nö. Ich brauche zwei rote. So viele Möglichkeiten hat man hier gar nicht. Ja, aber auch eine... Ah, ich hab ja noch. Ist das normal, dass das Spiel einen da mobbt? Ist das normal? Du bist off-color. Ja, bin ich jetzt wohl gleich. Das ist ein Ausweich-Energy-Schild-Item. Das rollt vorrangig grün und blau. Ah ja, okay, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Ja gut, jetzt kann ich auch nicht mehr. Pech gehabt. Ein Attribut erkennen, welche Farben primär rollen. Okay. An den Attributen erkennen, welche Farben rollen.
Ah ja, okay. Geschickt grün, int blau. Aber das ist doch aus... Bin ich jetzt... Aber das ist doch gleich hier, oder? Also, achso, ja, Geschick und Intelligenz. Okay, grün und blau. Ah ja, okay, nee, ich hab's verstanden. Ich habe da eben bei 27 vorher die Stufe gelesen und hab Stärke. Ich muss ins Bett, meine Lieben, ich muss ins Bett. Neben der erforderten Stufe. Ja, ja, ich habe da eben 27, 27, 27 gelesen. Doch, hör, ist doch gleich. Kein Rot, geringste Chance. Meh. Wo kriege ich scheiß Färbungsdinger her? Kann ich mir die irgendwie selber basteln? Oder muss ich da jetzt wieder ewig drauf warten? Bis ich die irgendwie... Boah, ich muss ja mal sortieren. Ich kriege hier irgendwann die Pimpernellen, ne? 40%... Ja, ja, okay, ja, gut. Aber wir hätten ja trotzdem mal lieb sein können und mir bei zwei Stapeln das gönnen können. Die Geier. So, das sind Plattnerstück, ne? Warte mal, ich versuche mal gerade was. So, ich ziehe mir die mal gerade alle raus. Könnt ihr ahnen, was ich hier vorhabe? Weil ich kriege ja sonst die Pimpernellen irgendwann. Vor allen Dingen sehe ich ja dann auch nie, wie viel ich davon habe, wenn hier alles durcheinander ist. So. Alles schön in Reihen. Solange ich noch keinen Handwerkskram habe. Wenn du Items für einen grünen, einen blauen und einen roten Socket gelingt haben, kannst du bei Werndorf für einen Chromatic verkaufen. What? Okay. Grün, einen blauen und einen roten. Verstehe. Ich verstehe. Ja gut. Werde ich irgendwann früher oder später finden. Ne? Ich hetze mich hier nicht. Göttliche Sphäre. Verderbt einen Gegenstand. Ah ja, okay, das ist ja auch wichtig, ne? Auf, glaube ich. Meine Augen werden schwer, ich muss ins Bett. Aber ich will jetzt halt Dinge erledigen, für die ich sonst keine Ruhe habe. Wenn wir hier im Spiel sind. Sind die nicht... Sehe ich noch 10 stapelbar? Ah. Ja gut, das tue ich dann mal hier so hin. Weil das wird ja dauern, bis ich es irgendwann einsetzen kann. Das wird ja dauern. Ah, Schleifstein. Können wir auch gleich mit rausnehmen. Hier Qualitätserhöhung, ne? Umwandlung. Habe ich das nicht gesehen letztes Mal hier? Offenbar nicht. So, haben wir Identifikation. So viel werden wir davon auch nie haben. Portal. Das sieht doch schon besser aus hier. Nicht? Ah, ich muss ins Bett, meine Augen. Stash-Tab ist gerade im Angebot. Einmalige Anschaffung, ich weiß. Ich weiß. Hilft ungemein.
Mut kommt in der Regel alle 4 bis 6 Wochen, also rennt nicht weg. Okay. Ja, später vor allem. Was meinst du mit später, Morty? Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen breit, ne? Das liegt an der Zeit. So, die Qualität einer Karte, okay. Gab aber Mittag, was das denn? Keine Ahnung. Damit sich keiner mehr drüber lustig machen kann, wie mein Dings hier aussieht, ne? Okay, was es alles gibt. Das ist sicher total spannend, was ich hier gerade mache, ne? Es ist das Spannendste, was je gestreamt wurde. Mit großem Abstand. Erdbeben. Sieht so groß aus, ne? Was da alles drin steht. Was ist das denn? Murmelnde Sens des Kummers. Okay. Murmelnde Sens des Kummers. Das war ich vorhin. Auch mal. Als ich nicht kämpfen konnte. Malen zu einer zufälligen Seltenheit. Bei einer zufällig einen numerischen Wert impliziert Modifikatoren eines Gegenstandes. What? Okay. Ist eher in dem Bereich. Ist ja die Qualität einer Gemme. Ach, wir machen uns auch so lustig über dich. Ach, du kannst nicht mal am... ne? Diese roten Orbs werden später wichtig. Rote Orbs, die da? Verderbnisgedönsigkeit. Okay, merke ich mir. Schmeiße ich nicht in Müll. ihr dürft jetzt schon mal meine Betten aufschütteln gehen. Ich bin langsam echt fertig mit den Nerven. Stattet einen seltenen Gegenstand mit 9 zu... Ja... Ganz komischer Kram hier unten. Das ist ähnlich. Gewährt ein Korrekturpunkt für passive. Dann kann ich die doch grundsätzlich verbrauchen. Dann sind die da eh in dem Menü gespeichert. Normal zu selten. Was macht das nochmal? Normal zu einer zufälligen Seltenheit. Klingt für mich sehr ähnlich. Das ist so wie die numerische Wert des zufälligen...
Ah ja, stimmt, das war hier das. Ja, ja, nee, das brauchen wir jetzt hier nicht. Das können wir hier sammeln. Und Pferdmodifikatoren. Diese ganz komischen. Was Alchemie. Was macht das? Sphäre der Alchemie. Wo ist die? Habe ich nicht. Habe ich echt nicht? Wahrscheinlich lachen jetzt schon Leute. Da ist sie. Vielleicht doch gar nicht so selten. Na, dann kriegt sie ihren eigenen Stapel. Na. Magischen zu einem seltenen. Mhm. Ja, das passt hier hin. Qualität eines Fläschchens. So, ist doch schon viel besser, wa? So, jetzt will ich gelobt werden hier. Uff. Kann man hier wirklich, wenn ich da jetzt drauf drücke? Ach so, das mit Qualität ist gemeint. Okay. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich nicht demnächst wieder eine bessere Flasche finde. Deswegen baue ich da noch nicht mal so viel. Ich werde heute wohl am besten nichts mehr tun. Stull? Uff. Frage ich, wie viel er sich bis zum Weiterspiel nächstes Mal behält. Ne, die kann man auch für anderes gebrauchen, okay. Aber weißt du, Ari, es ging mir jetzt nur darum, weißt du, das sind so Sachen, für die habe ich sonst keine Ruhe. Dass ich mal wirklich mit allen Leuten in der Stadt quatsche, dass ich alles durchlese, was irgendwo ist, dass ich alles schön sortiere, levele, sortiere, bla blub, alles, ne. Da hatte ich jetzt halt echt mal, ich meine, wir sind jetzt über 3 Stunden nur an solchen Sachen dran. Ich glaube sogar 4. Das ist traurig. Aber ja, dafür bin ich jetzt durch. Ne? Meine Lieben. Dafür habe ich das jetzt... Ah, dafür habe ich nächstes Mal wieder, ne? Und so. Bin ich nächstes Mal viel besser vorbereitet. Und was macht ihr jetzt noch mitten in der Nacht? Erzählt doch mal. Also Montag spielen wir Oceanhorn weiter, habe ich gehört. Es ist Oktober, wir müssen auch die Tage nochmal irgendwo einen Gruselstream machen. Dass wir irgendeinen Horrorkram spielen. Da bin ich für. Ja. Ich mache mir was zu essen. Was? Um die Zeit? Das ist doch gar nicht mehr gut, wenn man da noch großartig was futtert. Das ist doch gar nicht gut. Wenn man sich den Bauch noch so voll schlägt. Gibt es auch irgendwas hier zu beachten? Eieiei. Ich speichere mir mal ab, was du mir da geschickt hast, ne, Kuba? Dein Bild hier. Speichern. So, das. Soul Stealer Supporter, Undertaker Supporter, Pit Fighter Supporter. Was wie wo? Also das ist, ja, okay, das ist eine. Mhm. Oh ja, ich kenne Ouija-Boards. Auf jeden Fall fand ich das gerade sehr entspannt, dass ich mir da mal, ne, mich mit den Dingen befasst habe, für die ich sonst keine Ruhe habe. Alter Schwede, gibt das hier Waffen. Also, aus meiner Sicht ist das halt mächtig. Grellwood Shank Eternal Sword. Luminous Resolve Summit Helmet. Ja, da kann ich noch echt... Okay. My other Bilder, Improved Section... Dieses Spiel bietet so viel. Ich krieg die Tür nicht zu.
Ich sage ja, ich lese nur gerade mal so Sachen durch. Also überfliege gerade nur. Die Cat's Paws finde ich witzig. Diese Dinger, wo man so diese Krallen raus. Das finde ich cool. Das hat was. Also zum Angucken. Ob das jetzt so stark ist, das weiß ich nicht. Ja, es ist... ich finde ja immer noch diesen Lion's Eye Remorse geil. Dieser Schild sieht so geil aus und der sieht auch so stark aus. Einfach mal 1578 Armor, 30%ige Blockchance, 20 auf Qualität. Ja, das ist ja hinter, das kann man ja bewuseln. 27 zu Leben, 218% Increased Armor, 164 maximal Leben, 5% Reduced Movement Speed. Ah ja, okay, ja, macht Sinn bei so einem dicken Ding. 20% Increased Stun and Block Recovery. Minus 25 Physical Damage Taken from Projectile Attacks. Minus 5% Chance to Block obendrauf. Also diesen Schild hätte ich gerne. Der sieht, vor allem weil der auch geil aussieht. Einfach so eine dicke goldene Tafel. Der Film ist Schrott, beziehungsweise die Filme. Und von Uija selbst halte ich auch nichts. Oh, da gibt es doch 1000 Filme von. Kannst dich wochenlang mit beschäftigen und weißt immer noch nicht alles. Das ist sehr beruhigend, Morty. Das ist sehr beruhigend. Ich find's schön, dass ich sehe hier diese einzigartigen Flasks, ne? Also diese Potion-Behälter-Gedöns. Und ich denk mir dann, ich habe im ganzen Spiel noch nicht einen einzigartigen gefunden. Und dann sehe ich ja so Sachen wie Recovers 3000 Leben in 2,6 Sekunden, ne? Boah! Recover full life at the end of the flask effect. Es sind so Sachen. Ja, klar, ein Drittel auf alle Elementarresistenzen noch oben drauf, klar. Mach doch einfach eine Flasche, wenn ich die austrinke, habe ich das Spiel gewonnen. Was es hier für Sachen gibt, das ist unglaublich. Also, wie gesagt, aus meiner Sicht jetzt. Weil ich ja noch nicht viel geile Sachen hab, ne? Das ist ja für mich alles noch böhmische Dörfer hier. So hohe Zahlen. Sowas habe ich noch gar nicht gesehen im Spiel. Wo kriegt man sowas? Wo liegt das rum? Bin ich da dran vorbeigelaufen? Ichimonji, Korsarenschwert. Ja klar, 10% auf alle Elementarwiderstände. Ah, oh, wenn ich das angucke, wäre ich neidisch. Ich will haben. Morbid Palm. Oh, diese Namen immer. Morbid Palm. Ancient Gauntlets. Ach ja. Hat ein 6 Liter Mimi. Ich habe keine geilen Sachen. Ach komm, Kuba, wenn ich mir solche Sachen hier durchlese, ich denke mir nur, was zum Teufel? Wo liegt das? Ich hau dir gleich auf den Arsch. Ein absolutes Moloch, was man darüber hört. Und sobald scheint es zu treffen, ja. Was ist das denn für ein Hemd? Tabula Rasa. Das sieht einfach aus wie ein T-Shirt. Keine Ahnung, was ist das? Das Hemd von Chuck Norris oder was? Steht nichts dran. Oh Gott. Ich hab ja schon recht geile Sachen, ne, Kuba? Ich hab schon recht geile Sachen. Aber was ich hier so sehe, die Zahlen sind alle so hoch. Meine Zahlen sind einfach da noch weit von entfernt. Grellwood. Mhm. Was? Auf dem Schwert sehe ich gerade. 80% erhöhte Rüstung, während du stehen bleibst. Was? 80% mehr Rüstung im Stand. Das gibt's ja gar nicht. Alter. Iron Reflexes. Point blank. Boah, wo kriege ich das? Ich will das. Also, das will ich haben. Nee, das will ich jetzt wirklich haben. Grellwood Shank Eternal Sword. Wo liegt das rum? Ich will's haben. Ich will's haben. Das ist die erste, das Sechsling, die man normalerweise spielt.
Okay. Ich will das Schwert jetzt, sofort. Muss jetzt irgendwo rumliegen. Ist es schwer zu finden, dieses Grellwood Shank Eternal Sword? Ich glaube, aber ich werde da jetzt auch nicht mehr großartig was. Shaper Beam. Sieht aus wie ein Kamehameha. Was soll denn das? Ach, das ist doch alles Wahnsinn. Ja, aber ich will auf jeden Fall dieses, ne, also das will ich jetzt, das muss ich haben. Ja, annehmen. Is a unique eternal sword, bla bla, the iron bla bla. Point black has the same effect as bla bla. Can only drop from elder guardians. It cannot be chanced from the orb of chance. Upgrade a normal item to a random rarity. Okay, kann nur von einem Elder gedroppt werden. Was sind Elders? Ja, haut mich, aber ich weiß das ja noch nicht. The Purifier, the Enslaver, the Constrictor, the Eradicator. The four bosses in the Elder. Okay. Die kommen erst im Endgame. Aber das ist ja beruhigend. Ich will das Schwert haben. Das ist so geil. Ich will dieses Schwert haben. Ich werde mir das jetzt... So, ich habe jetzt einfach das GIF... Ne, ein PNG ist es. Gespeichert. So, jetzt habe ich das Schwert. Nur leider nicht in Path of Exile. Aber wenigstens konnte ich mir das Bild speichern. Dieses Schwert, warte, das will ich haben. Wenn er jetzt schon so schwärmt. Ja, was denn? Das ist, will ich haben. Es sieht geil aus und es ist halt Wahnsinn. Also alleine dieses 80% erhöhte Rüstung, während du stehen bleibst, das ist schon so eine Sache, wo ich sage, nee. Brauche ich so dringend. Ich stehe eh meistens rum und mache meinen Lava-Bubbel auf dem Boden. Ne? Kostet auch nur 4 Chaos. Was meinst du mit kostet 4 Chaos, Morty? Corrupted Iron cannot be used. Ich will das jetzt, das habe ich mir jetzt gerade, also von allen Gegenständen, durch die ich da gescrollt bin, will ich das am meisten haben. Auf dem zweiten Platz ist der Schild, der passende. Warte. Ja, den habe ich da eben noch gesehen. Will ich auch haben. Warte. Den. Also Portrait sagt mir, in Standard kostet das billigste gerade 60, also 6 Euro sind das, oder? Nee. Das sind 60? Nee. Das sind 6 Euro, oder? Das Schild, hier, da, den Schild da. Bab, bub. Kannst ja Sachen von anderen Spielern kaufen, okay? Dachte Blight. C, Chaos Orb. Okay. Ja, ich... Passt schon. Diesen Schild will ich auch haben. Alter, wieder... Also, ich finde alleine, wie episch diese Gegenstände aussehen, ne? Den will ich auch haben. Jupp, in Blight ist alles billig wie Sau. Okay. Warum ist in Blight alles billig wie Sau? Sollte ich wohl mal Blight spielen. Es gibt auch noch eine... Was ist Relic? Relic Item can be found by opening a Relic Vault within an ancient reliquary... Or time-worn reliquary with can be accessed with an
Ancient Reliquary Key, Timer, bla bla bla. Relics are distinguished by green item rarity color. Ja, halt so, ne? Wie Blach halt auf Metall. Animated decoration of foil. Können die irgendwas? Adjusted in power or removed from normal drops through patches. Retain the original balance values. Relic. Weaker or stronger than its current version, thereby sometimes holding greater value if they had better stats. Using a divine orb, these relics rerolls at various to be within range of the unique's current stats, while retaining its relic status. However, certain features of the relic cannot be rerolled, such as the base item type. The time when relic rare, give a relic, blah 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 blah. Okay, ich habe auch ein Maximum, was ich an Informationen aufnehmen kann, weil ich bin müde. Uff. Aber er zockt halt Non-Season. Ja, weil ich nicht kenne, das Schild kostet 10 bis 20, also recht günstig. Aber nur in Blight redet er gerade. In der außerhalb der Season ist teuer, oder wie? Wie viel teurer denn? Ich will ja Dinge wissen. Ich wusste ja vorher nicht mal, was Season ist, ihr Eumelköppe. Da könnt ihr mich schön frech in der Seite pieken. Aber ich wusste doch vorher nicht, was wie wo. Was? Pickhammer. Ari, was hast du mir denn da für einen Hammer geschickt? 63 Euro für einen Hammer? Das ist ja teuer. Was ist das? Ist der aus, keine Ahnung, aus den Überresten von Mjölnir geschmolzen oder was? Aus den Überresten von Mjölnir? Nein, ich schau schon für dich. Also den Preis, den du zahlst. Ach so, okay, brav. Brav. Pat, 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 pat. Ja, vielleicht mache ich ja sowas mal. Später, weil jetzt kann ich es ja eh noch nicht tragen. Aber geil, was es da so gibt. Das sind so Sachen, da kriege ich ja, da geht mir ja die Hose auf, ne? Meine Lieben, seid mir nicht böse, ne? Aber es ist jetzt morgens um 3:30. Ich streame jetzt seit 9,5 Stunden. Solche langen Streams wollte ich eigentlich gar nicht mehr machen. Das geht auch nur, weil jetzt Wochenende ist. Also von daher, es ist unglaublich, wie vigil ihr noch seid. Ich sag aber jetzt mal an dieser Stelle wirklich hier, den hier. Ich laufe ja nicht weg, ich bin ja die Tage wieder da. Und schieb euch mal in die Tödelö-Ecke. Und dann schlaft mal schön. Danke fürs Durchhalten. Wie gesagt, spätestens wohl Montag dann wieder zu Oceanhorn. Werde ich dann wohl vielleicht sogar durchspielen am Montag. Ichimonji Corsair Sword wäre vielleicht auch echt besser für den Start als Schwert. Aber das sieht so geil aus, dieses Grellwood, oder? Das sieht geil aus. Und dieses Stehenbleiben und dann diese Rüstung oben. Ah, das ist ja mega. Schlaft schön. Bis dann. Oh, ich bin jetzt echt matschig. Ja, was ist ein Katana, du Wieb. Ja, leck mich. Ach, die.